Alright, wir gehen in Folge 6 rein direkt, Freunde. Das Notfalltelefon klingelt. Freunde, wir gehen rein. Ich hab Bock. Es gibt einen Flixbus in 2-3 Tagen von Malaga all the way nach Montpellier. Das wäre so krass. How many beers would I have to drink to get this price? 15. Yeah. Endlich mein BlaBlaCard angenommen. Doch nicht nach Barca, nach Tarragona. Aber ich bin halt einfach komplett allergisch gegen Katzen. Geht nicht mehr. Hier ist ein Hostel. Digga, die Katze fährt im Auto mit. 50 Euro. Ein Haufen Scheiße. Also es ist alles krass. Alles, alles. Good night. Zweite Nacht. Das war Daniel. Das ist Jovan. Das ist mein. Und der gelbe Arzt ist Laurenz, der Schmale. Unser Schlupf für heute Nacht. Update. Ich kriege kein Auge zu. Digga, Alicia, du weißt doch. Alter, ist das krank. Yeah. Das ist echt sehr beschissen gerade. Wie soll ich das denn machen? Dave, du packst das. Keinen Bock mehr. Fuck. Fuck, Mann. Also ich finde hier von den Haaren, könnte das Dave sein? Das ist nicht Dave. Oder die Augen auch und so. Also, oder hat er es schon confirmed? Der pennt da in seinem Kreisel, Alter. Alter. Ich bin gerade einfach random aufgewacht. Bedeutet, ich bin auch einfach. Ich bin auch ein bisschen verklatscht. Ich bin gerade einfach aufgewacht, was mich sehr gefreut hat, weil das bedeutet, dass ich eingepennt bin. Wir haben 6.12 Uhr. Irgendwann pennst du ein, Digga. Regnen. Aber hier drin ist alles automatisch ein. Trocken, ist super entspannt. Das hat richtig gut funktioniert. Ich habe mir in die Hose geschissen vor Angst. Autos, Töne, Stimmen von allen Richtungen. Aber guckt euch das mal an. Davon. Bro, wirklich, das ist wirklich Seven vs. Wild Shit hier, gell? Und hier ist die Kreuzung. So, man läuft hier so. Und dann da liegt einfach so irgendjemand drin. Alter, diese Zahnbürste. Ey, wenn man es nicht weiß, man wird es nicht sehen. Ein Upgrade. Alicia, vielen Dank für den Prime Sub. Kuss, danke dir. Fertig. Alter, dass sich die Nacht zum Ende jetzt noch so positiv entwickelt und ich. Oder ist da Feuerwerk oder so? Hätte ich nie. Was geht da ab? Aber da. Auch nochmal ein riesen Dankeschön an den BW Online Shop, der uns super kurzfristig jeden von uns von Kopf bis Fuß ausgestattet hat. Meine zwei absoluten Favorites, definitiv der Rucksack, Tasmanian Tiger V2 Plus und die Regenjacke, Carinthia irgendwas, Links zu den kompletten Outfits. Carinthia irgendwas, das ist die geilste Werbung ever. Ja, ich habe es auch nicht gemerkt, also diese eine Carinthia-Dings da und dieses andere Dings, checkt einfach den Link ab. Ausrüstung von allen findet ihr in der Videobeschreibung. Beim BW Online Shop bekommt ihr alles, wirklich alles, was ihr für Outdoor braucht, egal ob Wandern, Survival, Touren, so wie wir es jetzt hier machen, egal ob Anfänger oder Fortgeschritten, völlig egal. Link in der Videobeschreibung auschecken, euch vernünftig ausstatten, vielleicht ein bisschen an unseren Outfits inspirieren lassen. Ich kann sagen, ich bin sehr zufrieden mit meiner Wahl. Alter, aber das habe ich gestern in der Dunkelheit nicht gesehen. Direkt hier, wo ich trempe. Ist das Trinkwasser? Und da hat mir ja gestern schon gefragt, ob man das trinken kann. Und ja, man kann trinken. Deswegen machen wir das jetzt voll. Ist das krass. Würdest du solche Formate noch mitmachen? Also, ich glaube, Seven vs. Wild, das hat man jetzt halt abgehakt so, ne? Das reicht erstmal fürs Erste. Aber sowas würde ich so voll gerne noch mitmachen, ja. Es regnet zu stark. Ich gehe erstmal unter die Busse. Oh nein, ich dachte, er hat welche gefunden. Das war dumm. Da war ein deutsches Auto. Ich habe mit denen gelabert, die haben gesagt, sorry, wir fahren nur 20 Minuten. Da habe ich gesagt, ah ja, okay, vielen Dank. Ich hätte natürlich 20 Minuten mitfahren können bis zur ersten Tanke und dann da raus. Yo, und true. Jetzt aber erstmal nicht zu nass werden. Okay, aber man merkt, Dave hat wieder Energie. Dave hat wieder Energy, hat Bock, das ist gut.
Alter. Was geht da ab? So mäßig. Ich halte Ausschau, ob ich an der roten Ampel irgendwie ein deutsches Kennzeichen... Maultaschen oder Döner? Maultaschen 100%. Damit ich dann gezielt mal rennen kann. Stell dir vor, ihr seid Deutsche, ihr seid in Spanien im Urlaub, haltet an der Ampel an und dann kommt jemand in schwarzer Techwear gekleidet auf euch zugerannt. Und schreit euch an, wohin fahrt ihr, wohin fahrt ihr? Die ganzen potenziellen Mitfahrgelegenheiten. Und ich kann nichts machen, als zuzugucken. Aber ich glaube, es ist die bessere Entscheidung, sich nicht komplett dem Regen auszusetzen. Wo ist der, der in Kacke schlafen musste? Das ist krass, Bro. Das ist Brian, der ist im Hostel. Dass ich die Hängematte und den ganzen Kram noch komplett im Trockenen verpackt habe. Da vorne kommt ein Wohnmobil. Ich probiere es einfach mal. Deutsche! Nein! Oh, gut, dass ich gerannt bin, aber die haben nicht aus dem Fenster geguckt. Ja, du bist zu spät, Bro. Er muss da schon stehen. Es ist 5:30 am Morgen und jetzt darf er nicht mehr geratzt werden. Aber ich habe echt ein paar richtig, richtig gute Stunden Schlaf bekommen. Ach, er wurde verjagt mäßig. Es ist fast alles wieder getrocknet. Sehr gut. Hier war jetzt um 5.30 Uhr ein Polizist, der die drei Leute, die hier noch gepennt haben, geweckt hat. Und entweder liegt es daran, dass es gerade 6 Uhr ist oder mein Kreislauf und meine komplette Gesundheit gehen gerade ein bisschen den Berg runter. Ich bin jetzt wirklich verklebt und müde. Heute haben wir das Ticket. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich hab eben hier noch ein bisschen gechillt und da kam tatsächlich Zivilpolizei vorbei und hat nach meinem Personalausweis gefragt, nach meinem Boardingpass, wo ich hinfliege. Vielleicht sind dieselben morgen wieder da, das wäre blöd. Wenn, dann suche ich mir wirklich vielleicht heute Abend was anderes in Malaga. Tag kann starten. Morgenroutine hinter mir. So. Vom Start habe ich noch 2 Riegel übrig. Wie viele Riegel haben die da? Krank, Alter. Ich bin so endlos dankbar für diesen Riegel. Möge er mir Energie spenden. Okay, gerade auf Flixtrain geguckt. Die Tickets sind jetzt schon einen Tag später teurer geworden. Der ist schon hübsch, oder? I guess. Also, es muss gehasselt werden. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist schon mal so ein Schritt näher zum Ticket. No problem. Oh yes. Thank you so much. Have a good day. Finde Dave mit Abstand am besten. Hey Bro, I appreciate you. Ist schon süß. Like so close now to my ticket. 7 more euros. Let's go. 5 euros. Hey, that's great. Thank you so much. Have a nice holiday. Digga, er kriegt die 90 zusammen. Also er hat jetzt schon genug Geld, um übermorgen zu fahren. Aber wenn er 90 schafft, könnte er, glaube ich, heute sogar fahren, oder? Thank you. Vielen lieben Dank an alle, die supporten. Und auch wenn ich nicht gewinnen werde, es ist ein gutes Gefühl, was zu bekommen und irgendwie voranzukommen. Kleine Rechnung gemacht. Wir haben 64,72 €. Was uns, glaube ich, unser Busticket nach Montpellier ermöglicht. Oh, ist das krass. Ich muss nur noch jemanden finden, der das für mich kauft. Bus nach Montpellier ist so krass. Ihr checkt nicht, Chat. Andererseits ist er auch einen Tag unterwegs. Also ihr müsst rechnen, er wastet einen Tag bis morgen, um loszufahren und dann noch einen Tag, um dort anzukommen. Also zum Beispiel, wenn es Dave jemand findet, der ihn krank tramping-mäßig mitnimmt, könnte das schon krass sein. Aber... ich weiß auch nicht. Es ist auch eine kranke Strat von ihm. Kann sein, dass manche von den Teilnehmern jetzt schon an der französischen Grenze sind. Ich bin da halt erst in 2 Tagen. Ja, also Reed an sich schon gut. Ich würde an seiner Stelle weiter betteln, dass er das für 90 Euro nimmt. Und ich glaube, dann könnte er heute schon losfahren oder so. Sie alle noch gerade übelst in Spanien strugglen. Ich gehe eher vom Ersteren aus. Ah. So, was ist in Granada, die Film? Bei Daniel. Na, weiß ich. Von 2 Tage ist echt brutal lange, ja. Jetzt muss ich raus. Scheiße. Una consulta, amigo. Hat aber nicht den Anschein gemacht, als könnte ich mir jetzt hier irgendwie mich hier noch rausquatschen und noch 1-2 Stündchen raushandeln. Das war wenigstens, weiß nicht, 5. Krass, okay, er wurde gebastelt, aber hat gepennt, immerhin. Damit starten wir gezwungenermaßen
Unseren Tag 3 von The Race. Ja, das Ding ist das, was Lena schreibt, stimmt. Am Ende des Tages macht dich dein Kopf kaputt, weil du nämlich immer denkst, fuck, was, wenn die anderen gerade schon weiter sind. Aber wer weiß, ob es gut ist. Vielleicht das war bei uns bei Seven vs. Wild auch immer so. Wir dachten immer so, boah, wie viele sind wohl schon raus? Ist überhaupt jemand raus? Und dann so, nee, ich glaube nicht, dass schon jemand raus. Die ganze Zeit. Auch schon unseren ersten Ride, vielleicht gibt's. Hat er Spanisch gesprochen? Ja, der kann Spanisch. Einmal komplett durchfahren und doch Leute mitnehmen. Wir werden es sehen. Let's get it. Ich hab Bock. Ich bin fit. Geil. Aber ist okay. Wir sind jetzt wach. Um 5 Uhr morgens. Alright, Freunde. Als allererstes muss mein Code Green raus. Damit die Jungs wissen, dass wir... Oh ja, true. Code Greens gibt's ja auch noch. Außer Brian. Ja, Brian macht sein eigenes Ding. Das Thema Sicherheit sollte nicht unerwähnt bleiben. Jeder Teilnehmer trägt ein Garmin-GPS-Tracker, Medikit sowie ein Notfallhandy an seinem Körper. Über dieses Notfallhandy senden sie zweimal täglich an das Orga-Team einen Code Green und erreichen es hierüber im Notfall. Jeder andere Kontakt zu einer anderen Nummer führt zum Ausscheiden von The Race. Das Nutzen des Medikits führt nicht zum Ausschluss. Wir haben übrigens die besten Handys überhaupt. Alright, ich mache mir gerade ein bisschen meinen Tagesplan. Also, ich möchte heute gerne bis nach Madrid kommen. Von hier, wir sind hier in Granada. Der will nach Madrid. Das ist eine lange Autobahn. Das ist richtig stressige Fahrt, Alter. Richtig. Müssen wahrscheinlich so 500 Kilometer oder sowas sein. Könnte man also schon in einem Tag packen. Meine erste Challenge wird sein, hier von Granada aus der Stadt rauszukommen auf die Autobahnauffahrt hier. Mm. Und Autobahn-Trampen dann. Irgendwie Leute an der Richard, ich glaube, dieses Leute an einer Autobahn-Tankstelle anlabern ist der OP-ste Try für Tramping. Weil die Leute sind schon so im Reisemood und so. Ich glaube, das könnte klappen. Straight nach Madrid durchballert. Hoffen wir, dass es heute besser klappt als gestern. Und dass das Wetter mitspielt. Also, wünsche mir Glück. So. Wir kommen gerade von da, aus Granada. Hier ist der Kreisel und hier oben ist schon die Autovia, auf die wir drauf müssen. Das heißt, ich überlege gerade, es ist natürlich am schlauesten, wenn ich mich dorthin stelle, wo die Autos alle vorbeifahren, wo ich auch hin muss. Das heißt, ich werde mich wahrscheinlich einfach da hinten an diesen Kreiselausgang stellen. Oh, ich bin gespannt. Wird das klappen bei Ole Daniel? Oh! Me gustaría ir a la dirección de Jaén. ¿Tienes un espacio para mí? Aquí, no a Jaén. Schade, aber zumindest der Erste, der mal angehalten hat. Der angehalten hat, ja. Okay, ich hab's gerade nicht auf Kamera, aber ich wurde gerade aus dem offenen Autofenster beleidigt. Genau, hab meinen Tramp auf dem Weg nach Hamburg so mitgenommen, wollte zu einem Jazzfestival irgendwo in Nordeuropa. Geil, ich würde auch voll gerne mal jemanden mitnehmen. Ich würde auch mal voll gerne einen Tramper mitnehmen, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe noch niemand, hat es sich noch nicht ergeben. Ich glaube, ich würde zum Beispiel, wenn ich sehe, das sind so zwei 18-jährige Jungs oder so, oder 19-jährige, wisst ihr, oder Mädels, ja egal, aber halt so, die haben gerade Abi gemacht, die wollen einfach ein bisschen in Deutschland trampen, da würde ich die mitnehmen. Aber wenn ich jetzt so einen creepy 50-jährigen Guy da sehen würde, dann, ich weiß nicht, dann würde ich, glaube ich, den auch eher nicht mitnehmen. Das heißt, ich würde da schon immer unterscheiden. Keine schöne Rolle, ja, auf jeden Fall, erster Eindruck, ne? Sorry, was soll ich machen? So, er ist in Sevilla. Es ist jetzt 6.13 Uhr. Auf dem Handy ist noch 5.13 Uhr. Heute Nacht war Zeitumstellung. Alles Gute, Anna. Mein Schwester hat heute Geburtstag. So, have a good trip, guys. Thank you. Get home safe. You too. I will. I'll try my best. Especially you. I had a lot of fun. Absolute Trooper, dass sie auch nach dem Suff da um 6 Uhr stramm stehen und auschecken, gell? We too. Yesterday night was very fun. Yes. I hope you don't have headaches or something today. No. Just a little bit. Maybe see you in Paris. You have my address. I have. You can pass. I will come. Thank you so much. Appreciate the help, man. Take care, guys. And yeah. Bye. Wish you all the best. Das Geile ist, er bleibt jetzt noch im Zimmer. Ist das krass. Er bleibt jetzt noch im Apartment. Goodbye, guys. Bye. You saved me. Sind wir wieder alleine. Er jetzt kann er. Natürlich kommt mein Blabla-Car und ich chill hier alleine in diesem Hotelzimmer. Heute geht's. Digga, an seiner Stelle hätte ich noch mal kurz gepennt oder so. Das war's so, hoffentlich. Duschen dann hier. Ja. Das
könnte auch schwächer sein. Frische Unterhose, frische Socken, frisch geduscht, trocken und gut geschlafen. Genau so machen wir das jetzt weiter. Ach nee, ich hab noch so einen mit. Ja, er nimmt sich hier Minibar mit. Die heiligen Kekse. Und ich hab zwei Sandwiches. Wir sehen fresh aus. Wir sind auf jeden Fall ready. Ja, ich glaube, ich rufe Antonio einfach an aus der Hotel Lobby. Komm, pack. Aus der Hotel Lobby. Jetzt, wir gehen mal los. Is it maybe possible to make a call? I can call a friend. Good morning, sir. It's Theophil here for the BlaBlaCar. Ach stimmt, der Theophil hat das ja gebucht. Theophil hat das, der andere Kollege aus dem Ding hat das ja gebucht. Er muss jetzt so tun, als wäre er Theophil. Morning. I just wanted to let you know that I will be there so at 9 on the left side and everything is okay. Boah, bin ich happy, dass ich einfach einen Ride habe. Gestern erschien es wirklich hoffnungslos, irgendwie hier wegzukommen mit dem Auto. Dann bin ich am Bahnhof gegangen, ich war echt so verzweifelt. Und genau in dem Moment, wo ich dachte, fuck, es geht nicht weiter, haben mich die Boys getroffen. Oder also, ich glaube, er weiß wirklich nicht, wie doll die anderen strugglen, oder? Er hat von denen das Taxi bezahlt bekommen, er hat jetzt ein Blabla-Car-Ride, er chillt hier in der Hotellobby, isst ein Käsebrot, er chillt nicht den Struggle, er kennt nicht den Struggle, den die anderen haben. So sind die Herzensmenschen auf jeden Fall. Ich bin jetzt den ganzen Tag wahrscheinlich im Auto, was mich echt glücklich macht. Das Einzige, wovor ich ein bisschen Bang habe, ist diese Katze im Auto. Diese Katze. Weil ich halt echt allergisch bin. Er lebt wirklich das Leben. 10 Stunden mit so einer Katze. Thank you so much. I had a very good stay. Dribbelauis. Wir sind jetzt am Spot. Das ist der Spot, wo ich abgeholt werde. Ja, 20 Minuten werde ich abgeholt. Schwarzer Citroën. So geil, dass er sich das alles aufschreibt, Bro. Wie in den good old times. Großes Auto, Antonio. Ich weiß, dass er kommt. Ich weiß es. Aber trotzdem ist man so... Die bezahlen ihm eine 10-Stunden-Fahrt? Ja, basically ja, Bro. Das hat 45 gekostet. Jeder hat einen 20 Zahnränger. Wenn er doch nicht kommt. Und weil es ist einfach die perfekte Chance für mich. Bitte, Antonio. Bitte, Antonio. Nimm mich mit und alles klappt. Da ist ein Auto. Oh mein Gott, das ist mein Auto. Oh mein Gott, das ist mein Auto. Fucking hell. Hello, sir. Hello, very nice to meet you, man. Oh mein Gott. Hello, sir. Sitzt man bei BlaBlaCar vorne? I'm so happy. It was raining the whole time yesterday. Yeah, actually, the guy who booked the BlaBlaCar. He's a friend of me, and I have no phone, I have no WhatsApp, no BlaBlaCar. I was wondering yesterday is why he's not going to have his mobile phone. Yeah, yeah. I hope that's okay for you. I'm a nice guy. And No problem. Thank you. And you have a cat with you. Hello. Oh! What is her name? Das ist ja süß. Leo. Leo. Hi, Leo. Sonst als Chauffeur weiß, ja, ich weiß, aber irgendwie auch komisch, jetzt dann so 10 Stunden mit einem Fremden da so vorne zu sitzen, weil da hat man so den Drang, sich zu unterhalten, aber vielleicht will man sich gar nicht unterhalten, wisst ihr? Bro, also wenn, also diese Strecke, ich mein Chat, zieht euch die rein. Diese Strecke ist insane. Bro, er ist erstmal entspannt vor, also er ist richtig easy vor Dave. Und dann schnort er sich da einfach wieder bei anderen Menschen durch. Bro, ist crazy. Hab Angst im Auto bei Fremden, dass die Unfall bauen? Ja, ich check. Vor allem bei halt so einer 10-Stunden-Fahrt würde ich denken, boah, hoffentlich hat der Typ genug gepennt. Was ist, wenn der Sekundenschlaf hat? Ist aber auch unangenehm, wenn ich den anspreche und sage, hey, du siehst ein bisschen müde aus, wollen wir nicht lieber eine Pause machen? Irgendwie ist es einfach awkward. Guten Morgen, Leute. Neuer Tag, neues Glück. Also für den Guy, der immer gefragt hat, das ist der Typ, der in Scheiße gepennt hat. Zusammenpacken ist extrem viel, sehr gut trocken geworden. Und dann werde ich mir aus dem Tappen mit seinem Fake-Fenster bauen und direkt was essen und trinken. Heute wird besser. Let's go. Granada, Cordoba. Der, ich hab noch gar nichts geschafft, ey. Erstmal einen schönen Riegel rin. Plan 1, morgens essen und trinken. Jetzt spülen wir jetzt die ganze Flasche auch noch rein und fülle die hier auf. Das ist jetzt quasi das Gewicht für den Geschmack.
Das Zimmer mit dem kleinsten Fenster der Welt, ey. Ich hätte das Fenster aber weggenommen. Ich habe gestern auch am Anfang die ganze Zeit. Das hat die wieder scheiße, ja. Richtig heftig. Bis ich geduscht habe, dann ging das auch. Aber immer wenn ich wieder kurz unter der Bettdecke raus bin, um irgendwie die Pullis nochmal auszuwringen oder so, dann habe ich gemerkt, wie scheiße kalt mir ist. Also wenn ich jetzt hier bin, dann nutze ich auch noch die Toilette. Das ist ja wohl klar. Ja, erstmal deftig reinscheißen. Der Angstschiss muss raus. Nein! Brian, hör auf! Brian, hör auf jetzt! Nein! No way! Nein, ey, nein, ey, nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Das kann ich einfach gerade nicht mal comprehenden. Geil. Nicht mal, nicht mal unter. Ich hätte das mindestens unter heißem Wasser eine halbe Stunde abgewaschen. Bisschen was Positives aus diesem Hostel rausgenommen, ey. Komm, Brian. Jetzt geht's los. Digga, was ist das denn hier? Oh Gott, ey. Da hat er drauf gepennt. Geht doch. Es ist alles im Trocknen. Also, keine Ahnung. Warum ich gestern nicht so geschaltet habe. Okay, and this way. Okay, thank you. Oh Leute, das ist jetzt schon so extrem. Random Hände schütteln. Eine Frau hat mir gesagt, ich bin 5 Kilometer entfernt von einer Autobahn. Die Polizei hat mir gesagt, ich soll rechts lang. Und die gute Dame sagt, ich bin 700 Meter von einer Autobahn entfernt. Besser als nichts. Ich darf jetzt nur nicht nass werden. Cordoba? This or this way? Cordoba, pa' allá. Gott, bitte. wie sauer der Gott. Cordoba, einfach mal ein bisschen hin und her probieren. Hier habe ich die Tankstelle noch ein bisschen im Auge. Richtig eine saure Sprache. Ich kann vielleicht nochmal rüberrennen, wenn was geht. So, ich habe jetzt ein bisschen aus meinen Fehlern ja gelernt. Mein Rucksack ist im Tarp eingepackt und ich habe meinen Regenschirm von Tag 1 noch. Der knickt nur immer im Wind einmal um. Kann man das lesen? Dass ich heute noch mal pennen muss, wäre es echt schade. Ein Spanier hat mir jetzt gerade gesagt, wo ich stehe, ja, da könnten Leute anhalten, um nach Cordoba zu fahren. Aber wenn ich wohl 500 Meter runtergehe, ist es wohl auch ausgeschildert und deutlich klarer und deutlich besser. Und es würde wohl einfach einen Daumen dann reichen, weil das die Fahrtrichtung ist. Oh, smart, korrekt von ihm. Ich werde nicht abbrechen und so, ne? Aber ich muss ja irgendwie mal so ein bisschen so ein Highlight, ey. Das habe ich mir doch verdient, oder nicht? Hier steht jetzt Cordoba links. Da ist anscheinend die Party. Zur Not ist hier Kinderspielplatz. Schon mal einer von euch in der Tunnelrutsche gepennt? Bro, in der Rutsche pennen ist verrückt. Cordoba? Zarella, was geht ab? No? Do you drive to Cordoba? This way? No? Digga, alle, die ich frag. Ja, ganz mysteriös fahren die nicht da lang, ne? Nein. Und danach fahren sie teilweise auf die Autos. Würdest du ihn mitnehmen, wenn du ihn nicht kennst? Ach, ich weiß es nicht, Mann. Wann? Das ist voll schwer zu sagen. Das bringt nichts. Vielleicht, wenn ich mit ihm ein kurzes Wort gewechselt hätte, vielleicht ja. Dann schauen wir jetzt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich stehe an der Autobahn. Hier ist eine Tankstelle, da ist eine Ampel. Ein Bus ist wohl nicht so teuer. Und dann weiß ich da auch nicht, ob es weitergeht. Ja, aber irgendwas muss ich machen. Irgendwas muss ich machen. Digga, wie weit das hochzoomen musste, Dave. Geil. Ich würde sagen, ich probiere heute so bis 16 Uhr hier. Sollte das bis 16 Uhr nicht klappen, dann wird es nämlich dunkel. Dann mache ich mich wieder auf den Weg Richtung Stadtkern und dann wird schwarz gefahren. Der soll mich mitnehmen. Aha. Der hatte hinten. Sing with us, sing for the night, sing for the town. Barça! Hello, anyone? Yeah. Where are you from? From Germany. Almania. Yeah. Where are you going? Back to work in I'm late. Ah ja, okay. Bye bye. Gucken alle so verlegen weg. Aber süß, wie angelaut wurde. Oh, niederländisches Kennzeichen wieder. Papa, she told me, don't come to work. It's too rainy because I'm waitress. Ah, so you're free. Yeah, I'm free. Nice. Awesome. Good luck. Thank you. I'm going home, like if you need something or like water, a sandwich. Perfect.
einfach fragen, ey, hast du einen Onkel, der mich fahren kann oder irgendwie so. Perfekt. Oh nein. Minus Riss von der Dame. Ich hab's nicht aufgenommen. Melen heißt die gute Dame, hat mich zu sich nach Hause eingeladen, wenn ich irgendwas brauche. Ich habe ihre Adresse aufgeschrieben und ihre Telefonnummer. Also könnte ich mit irgendeinem anderen Handy bei ihr anrufen oder einfach bei ihr vorbei. Aber ich hoffe, dass ich das nicht muss. Und ich sehe die ganze Zeit hier vorne auf einer anderen Zufahrt. So auf den, ey, ich bräuchte einen Schlafplatz. Wohnmobile reinfahren, schon wieder eins. Da ist schon wieder ein Wohnmobil. Alter, jetzt reicht's, ich gehe da vorne hin. Kein Witz, 4 Wohnmobile in 10 Minuten. Das kann's doch nicht sein. Und ich habe irgendwie High Hope in Wohnmobile. Spanisches Kennzeichen. Ich scheiße auf die spanischen Kennzeichen. Ich würde mein linkes Ei drauf verwetten, dass mich kein Spanier mitnimmt. Ah, da ist noch ein Wohnmobil. Seht ihr das? Das kannst du dir nicht ausdenken. Wo ist dein Wohnmobil? Ich sag's euch, das hier wird der Spot der Spots. Da kommt schon wieder ein Wohnmobil. Alter. Bitte, bitte, bitte. Der blinkt! Heißt es? Ah, ich dachte, der fährt ran. Deutsches Rentner-Ehepaar im Wohnmobil. Ich nehm's, no joke. No joke, dann nehme ich es persönlich, dass die mich nicht mitnehmen. Junge, ich würde so Schwung in deren Leben bringen. Mal ein bisschen Entertainment. Nächstes Wohnmobil. Ich finde, er müsste vielleicht ein bisschen mit mehr Selbstbewusstsein dastehen. Man darf natürlich keine Fresse ziehen, ne? Warum sollte man jemanden mitnehmen, der einen von vornherein die Stimmung runterzieht? Bastard! Dave wurde von einem Camper mitgenommen. Leider lief die Kamera nicht. Ich bin der Survival Skills. Chat, der ist bei den Turbo-Almans drin. Okay. Das ist unglaublich. Schaut ihr euch an da. Ole Ingo. Ey, das ist krass. Damit ist Dave wieder aktuell Favorit, je nachdem, wohin die fahren. Weil der Montpellier-Arzt fährt ja auch erst morgen und übermorgen los. Beifahrersitz, hab den Hund zwischen den Beinen. Erde bekocht. Reise von FD3, hab ich schon gesagt. Plus. Und fahr ganz entspannt auf dem Beifahrersitz vom Wohnmobil. Entschuldige, ich muss nochmal fragen. Carsten und Kerstin. Katrin. Richtung Barca. Das ist ein absoluter Traum. Aber Katrin, ich weiß nicht, ist da nicht Anschnallpflicht in Spanien, oder? Besser hätte es nicht laufen können. Und ich war am Ende. Ole Katrin, ihr Autobahn, Ole Katrin, hinten Küche am Einräumen, Digga. Anderthalb Stunden oder so warten müssen. Aber es hat sich gelohnt. Katrin hinten erstmal macht erstmal Sandwich für Dave. Und da wird auch schon wieder im Auto geraucht, Bro. Ist das normal? Machen das so viele Leute, Bro? Ich kenne keinen weder von meinen Eltern noch Eltern von Kumpels damals oder so. Noch irgendwie jemand. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der mich im Auto raucht. Bis auf Smiley damals in seinem ersten Auto. Ist das so ein Ding, Alter? Ja, und actually, im Wohnmobil ist sogar noch schlimmer, ja, als wenn ich jetzt hier rauchen würde. Also ihr seht, es ist mittlerweile hell, aber dafür diesmal fett am Regnen wieder. Was ist das denn? Alright, Freunde, es ist die Zeit gekommen, die Mission hier abzubrechen. Meine Hände sind schon gefühlt komplett taub, meine Beine sind arschkalt. Ja, ab. Das ist over. Hola, buenas. ¿Podría usar el baño? Un segundo. Al fondo tiene. Gracias. Ja, ich werde nach einem Bus schauen, der eine Langstrecke fährt. Weil Trampen hier ist, glaube ich, wirklich... Ja, im Regen anhalten, nassen mitnehmen. Komplett unmöglich, tot. Aber sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Und das sind Kevin, du in 30 Jahren, Edeltour 23, war, das wäre aber stylisch, das sag ich ehrlich. Vor allem in Spanien das generell, stylisch. Dann Ostersonntag, dann noch Regen. Ich werde jetzt hier kurz einmal mich kurz aufwärmen, meine Hose ausbringen. Früher war Raucherauto sogar Wertminderung, ist doch immer noch, oder? Und dann gehen wir direkt rein. Keine Ausreden, trotzdem positiv bleiben. Und dann gib ihm. Boah, nasse Sachen, das wird ich tot. Gucken wir nochmal, wie viel die Tickets hier kosten. Was kostet der Spaß jetzt hier? Am weitesten hinkommt. 1,45 bis 6,45 Euro. 21 Euro nach Madrid. Es ist geil. Weil nicht so teuer und ich hätte noch einen Schlafplatz direkt. Dann wäre ich morgen früh in Madrid. Das wäre richtig geil. Ja, Mann. Yes, machen wir so. Dann keine Zeit verlieren. Und jetzt, wie gesagt, Ole Daniel.
will wenigstens einmal auf diesem Trip sagen können, ich habe für mein Geld irgendwie gearbeitet. Deswegen lasse ich nicht los, auch wenn es schwierig ist. Nehmt echt mal jemanden mit. Ja, wenn sich das ergibt und das Sinn macht, ja. Ob wir einen Platz frei haben. Finden, was ich helfen kann. Probieren wir es mal. Hola. Ahora estoy haciendo un viaje de Marruecos a España. Mi pregunta es si podría ayudar aquí con algo. Ya he trabajado en hostales antes, como limpiar algo, hacer algo solo como hoy, unas horas para pagar para el bus, ¿es posible? Bueno, el dueño no. Dice que no se puede. All right. Leider nicht. Nice try. Aber der Vibe in den Hostels ist auf jeden Fall schon mal cooler. Aber hat er gerade das Geld oder nicht? Das habe ich noch nicht gecheckt. Was que puedo hacer, como trabajar, limpiar. Yo no puedo. Okay, vale. Ja, das habe ich schon gesagt, dass er Spanisch kann, öffnet so viele Türen, die einfach alle anderen nicht haben da. Bin ich auf der falschen Fährte? Kann sein. Es posible que podría ayudar aquí con algo, da igual que es, yo puedo hacer todo. No tenemos nada para hacer, hijo. No? No. I'm afraid I can't help you. Yo lo siento, pero este negocio no es mío. Is there anything you can offer me to do? Ja, ich glaube halt, das geht halt heutzutage nicht mehr so, dieses Arbeite mal für ein Euro-Ding. Wegen der Kinder, die haben Versicherungen und dann haben die dies und das. So there's like nothing to do here. I'm sorry. Okay. I'm so sorry. No, don't worry. Alright. Ah, shit. Es klappt nicht. Es will einfach nicht klappen. Ah. It is a struggle, my friends. Man unterschätzt es, glaube ich. Oder ich habe es vielleicht ein bisschen unterschätzt vorher. Hello, excuse me. Can I disturb you for one second? Is there any chance you could help me out a little bit? Okay, auch wenn es mit dem Arbeiten erstmal nicht geklappt hat. Die Tonqualität. Gestern würden sie einstellen, ja. Vielleicht sagen die halt, ja, wisch mal hier kurz die Fenster ab oder so, wisst ihr so auf den. Muchas gracias. Ciao. Super kind. Okay, vale, gracias. Ciao. Vale, ok. Mucha suerte. Me podría... ¿No? Ok. Un poquito para... Venga, te dejo los pavos, tío. Espera aquí un segundo, te dejo... ¿Sí? Ok, muchas gracias. Ah, der Typ mit dem Hund. Oh, muchas gracias. Wow, muchísimas gracias, amigo. Geil, voll lieb gerade. Ich dachte erst... Was hat er dem geholt? Eine Packung Hundefutter? Ich habe ihn nicht richtig verstanden auf Spanisch. Ja, dieses Battle-Ding ist krass. Schickt mich so weg, aber er hat gemeint, ja, komm mit einfach. Voll geil. Nice. Alrighty, Mittag ist gegessen. Scheiße, und jetzt mit den 16 Euro im Gepäck machen wir uns schon mal zum Terminal. Den Rest kriege ich hoffentlich auch. Der hat sich angehört wie ich, wenn ich versuche, nach 7 Jahren wieder Spanisch zu reden. Und dann... Saven wir uns erstmal das Ticket auf jeden Fall. Ich hoffe, dass sie nicht ausgebucht sind. Ich hoffe. Shit, die mal klar. Nun fehlen noch Leiden. Mein Gott, ey. Super kind. Thank you very much, guys. So, Freunde, wir haben es endlich geschafft. Wir haben eben noch meine letzten Dirhams gegen 1-2 Euro. Okay, also er hat genau das Geld für das Ticket. So getauscht, jetzt haben wir irgendwie 22 Euro. Das Ticket kostet 21,40 Euro oder krass. So. Klar, ich habe nichts krass dafür gemacht, aber es hat trotzdem lange gedauert. Also hat sich wie Arbeit angefühlt. Warte mal. No way, das ist doch jetzt nicht weg, oder? Nein. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ich krieg gerade das letzte Ticket für diese Nachtfahrt. Ach du Scheiße. Fuck. Das letzte Ticket? Oh mein Gott. Ich hab grad so. Boah, was ich eigentlich anhalten wollte, ich glaube, er hat nicht gedrückt, dass er Erwachsener ist. Ich glaube, er hat Jugendlichen Ticket gedrückt, oder? Adultos? Ah, 12 bis 25. Ah, weil er unter 25 ist, ist er noch Juvenis. Ah, okay, nevermind. Dann nevermind. Ich krieg gerade das letzte Ticket für diesen Abend. Ich dachte, er macht sie auf den. Fuck.
Oh mein Gott. Ich habe gerade so einen Schreck gekriegt. Wir haben gerade das letzte Ticket nach Madrid heute Nacht rausbekommen. Fuck. Wir fahren morgen, also heute Nacht nach Madrid. Haben einen Schlafplatz für die Nacht. Besser geht's nicht. Ja, jetzt chill ich erstmal ganz kurz. Aber wir haben das fucking Ticket, Alter, scheiße. Stark. Aber es ist sehr, sehr, sehr geil, weil für Madrid habe ich auf jeden Fall einen Plan. Ich hoffe, dass es klappt. Weil dann machen wir richtig mit, ja. Was ist denn sein Plan für Madrid? Er sagt die ganze Zeit, er hat einen Plan für Madrid, Chat. Was ist sein Plan? Einfach ist sein Plan, dass er dort einen Kumpel hat und bei dem pennt er dann? Aber ihn gönn ich's, er ist am Chillen. Junge, olle fucking... Tiene un reto con cinco amigos suyos. Están haciendo una carrera, van desde Marruecos hasta Alemania. ¿Qué te parece si le propongo cómo está el tiempo y eso dormir en la habitación que tenemos libre? Er lacht schon wieder rein, Chat, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Habt ihr gerade unten mitgelesen? Er redet mit seiner Frau oder so auf Spanisch. Ja, ich überlege, ihn in unserer leeren Wohnung schlafen zu lassen, bla bla, er ist netter und so. Digga, er kann sich das Grinsen kaum verbergen, gell? Er kann sich's kaum verbergen. Der nette Mann, der mich mitgenommen hat, hat seine Frau gefragt, ob ich bei denen schlafen kann eine Nacht und die was für mich zu essen machen. Sie ist mal gucken, was sie sagt. Sie wäre natürlich super Premium. Wir fahren jetzt bestimmt noch 8 Stunden, noch 925 Kilometer. Und die Katze läuft ja einfach überall rum, so geil. Digga, diese Katze ist so am Chillen, das würde Julia richtig gefallen. Feel free if you want to sleep with us. Thank you. We'll do something for eating. Digga. I would be very, very happy for that, definitely for that offer. Perfect. Muchas gracias. Digga, also ich muss sagen, also ich kann es langsam nicht mehr glauben. This looks so good. Consider if you really want to come, because our daughter is going to be bad. Yeah, yeah. Maybe we have to go to the hospital in the middle of the night. Okay. For me it's also okay if I sleep in Barcelona. So. Very happy to come, but when it's like this, 100% understand. Nothing to worry about. Thank you so much. Oh, Digga, auf einmal noch so ein darker Twist hier, Chat. Die Tochter ist irgendwie krank. Irgendwie, er meinte, die Tochter ist krank und vielleicht muss sie ins Krankenhaus und so auf den. Ey, das ist ja nur noch geil. Das ist doch nicht möglich. Das Warum ist nur noch geil. Also ich weiß nicht, wie die anderen das geschafft haben. Ich weiß auch gar nicht, wo die sind. Und Baba Bank, was geht ab? Ich habe jetzt mit so einem Typen, der quasi die Tankstelle mit Gas gelabert. Der hat mir ein bisschen Kleingeld gegeben. Und einen Kaffee. Er meinte, ich soll zurück nach Malaga. Das Geld reicht wohl für den Bus und würde wohl auch nach Cordoba reichen. Und was da passiert, ob das da besser ist, weiß ich nicht. Bruder, on God, welcher Bus kostet für 2,5 Stunden 3 Euro, Bro? Also die Preise sind so unterschiedlich. Teilweise haben die hier für so Strecken wie das war, zahlen die so 40 Euro, jetzt zahlt er 3 Euro. Hier ist wieder der Loser auf Platz 5. Davon gehe ich einfach mal stark Nina, aus, das kann ich natürlich nicht wissen. Digga, ich bin in Malaga, 2 Kilometer außerhalb von Malaga und ich komme nicht weg. In den Zug kann ich nicht, weil da diese Absperrung ist, wo ich nur mit extra subventionierte Strecken Ticket durch kann. Der Bus ist zu teuer. Kurz davor ein Auto zu klauen, ey. Das ist doch langweilig so. Für mich und für euch. Ja, und die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich eigentlich gerne rumflachs und mit Leuten und die auf den Arm nehme und sonst was. Aber es geht nicht. So, wir sehen uns gleich in Malaga. Und ich hoffe, ich komme nach Cordoba. Tschüss. Autoklauen wäre krass. Ich bin lost. Nee, er bricht dich ab, Emma. Keine Angst, ich sag, der bricht nicht ab.
Die netten Leute. Während die Kamera eigentlich lief, sind drei Anwohner auf Brian aufmerksam geworden. Nachdem Brian seine Geschichte erzählt hat, wollten sie ihm helfen. Das ist ja süß. Schaut euch diese drei an. Schaut euch diese Atzen an. Give me now some money. You are awesome. Ponte la gorra. Yeah. It's a video. Ah, it's a video. Ah, okay. Ah, okay. Ah, video. Ah, video. Molly, thank you so much. Thank you, thank you. Süß. Oh, thank you so much. Thank you, thank you. Süß. Thank you, thank you. Okay, thank you. Boah, ich bin so nett. Das ist ja süß. Ich bin so am Arsch. Thank you so much. Thank you so much. Bro, Jovan hätte bei denen jetzt drei Tage gewohnt und geschlafen und gegessen, Bro. Oh, thank you, thank you, thank you. Thank you. 30 Euro, Bro. Bus number 20, okay? Yes. And okay. You can see the bus stop in the map. Okay, okay. Okay. Really, thank you. Thank you. Das ist krass. Das ist crazy. Okay, das gab jetzt ordentlich Knippen. Ich muss gleich mal zählen, wie viel die mir genau gegeben haben. Erst 10 und Kleingeld, dann nochmal 5, jetzt kam er gerade nochmal. Bruder, er macht einfach ein Income dort. Ich glaube, weil man sieht, dass ich am Arsch bin, oder? Ja. Real Talk. Man sieht's, Bruder, ist nicht schlimm. Du bist. Brian ist am Kämpfen. Er kämpft. So geil. So. Blöde Situation jetzt für mich. Also. Alles, aber da ist wieder die Busstation. Ich glaube nicht, dass irgendjemand in dieser ganzen, beim ganzen The Race wieder zu irgendeinem Ausgangspunkt zurück musste. Ich zähle gleich mein Geld. Na, sag das nicht. Der eine Arzt musste doch. 35 bis 40 Euro. Die haben nochmal ordentlich nachgeschlagen. Ich hätte mir mal eine Nummer holen sollen und denen eine Karte schicken. Hä? Cherry schreibt gerade, verstehe gar nicht, warum Brian von vielen so gehatet wird. Geht's wirklich Leute, die Brian haten? Das ist ja Turbo-Cringe. Warum haten denn Leute Brian? Das, war aber ein bisschen geflasht, so ey, was für tolle Menschen. Und ich hoffe jetzt, ich komme damit so weit, wie es geht. Mit einem Flixbus kann man in Deutschland irgendwie, kann man eben 20 Euro von Hamburg nach Berlin und sowas. Da muss ich doch für das Geld. Oder Hamburg-Berlin ist wirklich, ist keine krasse Strecke. Jetzt hoffentlich ganz weit kommen, ganz weit. Das wäre so geil. Meine Mutter mag den nicht. Okay, warum aber? Ich bete zu Gott. Ich bete, ich bete, ich bete. Es ist unglaublich, ich habe es geschafft, es geht jetzt nach Valencia. Brian hat sich mit dem Geld der Spanier, ohne es zu filmen, ein Busticket nach Valencia gekauft. Ah, merkt ihr, durch diese kleinen Einblendungen, der Cutter, der ist langsam auch so ein bisschen angepisst. Der hat nicht nur geschrieben, Brian hat sich das, hat das gekauft, ohne es zu filmen. Brian ist back in business. Ich muss jetzt nur einmal alles, was ich zu essen und trinken habe, an mich nehmen, damit ich das alles hier überlebe, Alter. Ich bin so happy. Weil er die Hälfte versoffen hat. Und dann geht's jetzt los. Rein da, ey. Ich bin der King. Ich bin der King. Irgendwann mal komme ich nach Malaga zurück und dann werde ich hier richtig Party machen. Das wird ein Video auf meinem Kanal. Die Stadt hat es mir richtig besorgt. Hätte ich diese Leute nicht nochmal getroffen, er ist auf jeden Fall richtig in die Busse gegangen. Ja. Ey, die Leute haben gecarried. Boah, Dave, Digga. Stimmt, ich hab voll vergessen, er ist ja bei den Rentnern. Das Kekke hat noch eine Stulle geschmiert. Wasserflasche voll, eine Stulle. Und jetzt wird die Stulle nochmal aufgemacht und Trüffelmayo kommt drauf. Guckt euch das mal an. Mit Pickup. Vielen, vielen Dank. Ich kann noch knapp 50 Kilometer mitfahren. Ist und dann gibt das es krass. Eine perfekte Raststätte, an der ich rausspringe, wo sich unsere Wege trennen. Mega. Einmal bewegen. Vielen, vielen Dank. Auf so Umarmung süß sind die. Ciao, ciao. Guckt euch das an. Alter. Und sogar noch ein Band dazu bekommen. Kann ich bestimmt auch noch gebrauchen. Was für nette Leute. Süß. Boah, das wird erstmal gefressen hier, Alter.
Was für ein Segen! Alter! Alter, ist das krank! Ich guck gerade in die GoPro und ich habe einfach nicht aufgenommen, wie ich bei den beiden ins Wohnmobil gestiegen bin. Kurze Rekonstruktion. Ich stand da, habe das Schild hochgehalten und dann wurde die Ampel rot und es hält ein Wohnmobil mit Mindener Kennzeichen ganz vorne an der roten Ampel. Ich habe meinen Rucksack stehen lassen, alles stehen und liegen lassen, Kamera mitgenommen und Schild und bin hingerannt. Die haben so, nein. Da habe ich gesagt, mach das Fenster runter, mach das Fenster runter. Dann habe ich gesagt, ich mache ein Rennen gegen Kumpels. Ich muss nach Köln. Könnt ihr mich irgendwie ein Stück mitnehmen? Dann haben die gesagt, check. Ich bin zurückgerannt zum Rucksack. Die haben dort mit dem Wohnmobil gehalten. Aber krass, die meinten auch erst so, nee, komm nicht rein, ne? Die haben ihn erst abweggeschickt, Alter. Ich bin rein und die nächste Aufnahme ist eine 10-minütige schwarze Tonaufnahme, wo ich das erste Mal ankomme und die ersten Worte mit denen wechsle. Dafür habe ich aber ein wunderbares Foto gemacht, weil ich einen falschen Modus anhatte. Am Ende hat sich aber bewahrheitet, nur mit dem Schild draußen zu stehen, bringt gar nichts. Als ich hingerannt bin, die erste Person, die ich am Fenster direkt angelabert habe, haben mich mitgenommen. Und die haben auch gesagt, hätte ich einfach nur mit dem Schild gestanden, hätten die mich nicht mitgenommen. Ja. Bedeutet, für alle weiteren Touren jetzt, ich gucke nach Nummernschildern, gehe hin, laber mit denen und dann wird der Ride gepickt. Aber erstmal duschen. Go? Thank you. Kostenlos. Es wird ja immer besser. Oh, man merkt, Dave ist jetzt schon wieder auf so einem High. Er ist schon wieder, die Endorphine sind schon wieder hoch. Duschen. Wenn ich nicht gleich noch 3 Euro bezahlen muss, dann war das auch kostenlos. Warum auch immer. Also die Dusche ist auf jeden Fall nicht warm und ich habe auch kein Shampoo, aber besser als nichts. Und fast vergessen, ich habe natürlich auch kein Handtuch. Wie geht man da? Nass in die Klamotten war das, wenn ich rede. Das finde ich tot. Gracias, thank you. Bye bye. Einfach for free. Beste. Ey, Chad, würdet ihr euch nicht todesekeln, auf so einer öffentlichen Dusche in so einer Tankstelle zu duschen? Also klar, wenn das jetzt eine Ausnahmesituation ist, ein Event, ist Race, ich check schon, ne, da macht man halt dann. Aber ich würde mich da wirklich zu Tode ekeln, wenn da wirklich halt so alle Trucker und so wirklich alle da immer durchatzen. Korrekt ist korrekt. Hi, nicht erschrecken. Ohne Badelatschen, ohne alles, ne? Sie sprechen Deutsch, oder? Ja. Ich habe hier deutsches Kennzeichen gesehen und ich probiere, einen Deutschen zu finden, mit dem ich mitfahren kann, weil ich ungern bei Montpellier oder Marseille eine Nacht verbringen würde. Ich habe sogar einen Führerschein dabei und könnte sie ablösen, wenn sie nicht mehr fahren wollen. Und wenn sie in die Richtung fahren, einen Platz fahren, würde ich mich freuen. Eigentlich ja. Boah, was geht bei Dave ab? Echt? Hat er schon wieder Glück? Bro, langsam kann es nicht mehr sein. Diese Serie ist Stage, Bro. It's getting rough out here. It's getting really rough out here. Was ist bei ihm los? Wir nehmen jetzt den Zug ins Stadtzentrum und organisieren uns da das Ticket, weil hier wird das wirklich nichts mit dem Ausdrucken. The bus is 4 euros to the city center. I have 65 euros, which is exactly the amount. Maybe 2 euros for you. Yes. Ah, er hat das Geld, aber er kann das Ticket nicht kaufen. Warum nicht? Gibt's bei Flixbus? Ah, bei Flixbus muss man einfach per Handy-App. Es gibt keinen Schalter quasi, oder? Ist es das? Ich beginne. Yes, perfect. Could you check for me a bus connection from Malaga to Montpellier in the south of France? If you. Oh, yours. Bro. Best I could do. I've got pounds. I will manage to have dinner tonight. Hey. App oder print out. You're the man. What's your name? Leo. Nice to meet you. Nice to meet you. Made it to Malaga Centro und der Dude aus England, Leo, lädt mich jetzt noch zum Essen ein. Legend, absolute legend. Leo right here. Helps Bro, me out. Er wird jetzt auch zum Essen eingeladen. Wirklich neue, fuck, wie ist, ich hab den Namen vergessen. Joven? Digga, ich hab meinen Namen vergessen, Chat. Ich geh down. Daniel, Laurenz, Jovan. Ja, okay, Bro, aber wirklich Jovan ist auch ein außergewöhnlicher Name. It's great. It's just great. Muchas gracias. De nada. Let's do Spanish, right? You learn Spanish. Yeah. I also have to learn Spanish. That's it for me. Alright. Laurenz hat das gemeinsame Essen nur im Zeitraffermodus aufgenommen. Bro. Have a great time studying, right? You stay in touch. Bye-bye. Ciao. Was für ein geiler Typ. Der Engländer war geil. Wirklich. Leo. Gute beiden Imitationen. Das ist nordbritisch für ich bin glücklich. Er hat mir wirklich krass geholfen. Super lieber Dude. Er ist 19 Jahre alt und trotzdem herzlich und offen für die Menschen. Und jetzt finden wir jemanden,
der mein Ticket kauft. Hello. I need to buy a bus train ticket for FlixTrain. I have the money, but I don't have a phone to book it. So you book the ticket, I give you the cash, we print it out. For the train? FlixBus. Tuesday? Yes, 8 o'clock in the morning. 8 o'clock in the morning. It costs almost 65 euros. I have exactly 65 euros. Okay, so 62, 64, 60... 65. Perfect. So I'd make this. Okay. Perfect. Boah, aber er hat immer noch 4 Euro. Stark. Boah, er hat es. Er hat es einfach. Oh mein Gott. Ich pack das jetzt ein. Das ist wirklich jetzt meine Lebensversicherung. Also damit komme ich Richtung nach Hause. Jetzt Malaga so lange zu chillen ist hart, aber endlich habe ich eine Vision. Ich habe eine Richtung. Es geht voran. Eine Idee ist mir gerade noch gekommen. Morgen fährt ja auch schon um 8 Uhr ein Bus. Der hat halt 110 Euro gekostet. Meine Idee ist es, morgen hier um 8 an Plattform 7 zu sein, wenn der Flixbus abfährt. Und so zu tun, als ob ich das richtige Ticket habe. Oh. Und dann sag ich so, oh no, I booked the wrong ticket. Shit, fuck. I don't have enough money now. Kannst du mich trotzdem mitnehmen? So, vielleicht kann ich ja irgendwie diesen Busfahrer überzeugen, schon einen Tag vorher hier abreisen zu können. Boah. Das wäre krass. Aber der andere Bus würde doch auch am nächsten Morgen gehen, oder? Einen Tag später. Bis zum Vormittag hatte das Organisationsteam noch keinen Code Green von Laurens erhalten. Daraufhin entschied man sich anzurufen, um sich nach Laurens Wohlergehen zu erkundigen. Zusätzlich wies man auf die Debitkarte hin, die Laurens noch nicht benutzt hatte. Er interpretiert daraus, weit zurückzuliegen. Hä? Er interpretiert daraus? Digga, das ist irgendwie, irgendwas ist ja falsch in dem Satz. If not, no worries, no problem. What, you? Better than nothing, bro. We have no money, no internet, and we have to somehow make it to Germany in the end. Bro, thank you so much. Hat er einfach nicht den Code Green geschickt? Oh my God, Laurens. Thank you so much, bro. Aber du checkst, oder? Ja, also wollten die halt sagen, der hat halt die Karte noch nicht benutzt und mäßig deswegen denken die, er liegt zurück oder... Aber der Satz hat doch, der letzte Satz war doch grammatikalisch komplett falsch, oder bin ich dumm? Ey, ich hab gerade, Anruf vom Organisator. Nein. Warte, dann gehe ich nochmal zurück. Bis zum Vormittag hat das Organisator kein Code Green von Laurens erhalten. Daraufhin entschied man sich anzurufen, um sich nach seinem Wohlergehen zu erkundigen. Ja, okay. Zusätzlich wies man auf die Debitkarte hin, die Laurens... Ach so, sie haben ihn darauf hingewiesen. Ist es das? Oh mein Gott, jetzt verstehe ich deinen Satz. Bro, das ist ja total komisch geschrieben so. Okay, also, sie haben in dem Gespräch ihn auf die Karte hingewiesen, weil er die halt noch nicht benutzt hat. Er hat jetzt gedacht, warte mal kurz, warum sagen die mir das? Warum sollte die Orga mir das sagen? Fuck. Das heißt, ich bin hier gerade am Abkacken. Oh mein Gott. Und dann, jetzt macht er irgendeinen Panic-Move. I don't know. If not, no worries, no problem. What, you? Better than nothing, bro. We have no money, no internet and we have to somehow make it to Germany in the end. Bro, thank you so much. Thank you so much. Aber die Frage ist, was wird da jetzt passieren? Bro. Was wird da jetzt passieren? Ey, ich habe gerade Anruf vom Organisationsteam bekommen. Gefragt einfach, wie es mir geht und alles. Und die haben gesagt so, yo, du hast diese Kreditkarte mit den 50 Euro. So. Das bedeutet, einer von den Teilnehmern ist wahrscheinlich schon übelst weit gekommen. Ey, jetzt habe ich so fucking Feuer unterm Arsch. Ey, shit. Krass, krass, wie das reinscheißt, gell? Das scheißt ja komplett rein jetzt. Er macht sich jetzt so Kopf. Shit, okay, ich muss morgen diesen Bus bekommen. Ach, du kacke Scheiße. Vielleicht hätte ich doch trampen sollen. Vielleicht hätte ich doch... Im Casino alles auf Rot. Oh, jetzt... Oh nein, dieser Anruf, der hat ja gar nicht gut getan. Jetzt habe ich so das Gefühl, ich habe alle Entscheidungen, die ich getroffen habe in den letzten 2-3 Tagen. Also das Ding ist, dieses Hinterfragen ist scheiße, aber wenn er jetzt krank reinpusht, wisst ihr, wenn er jetzt so richtig so sagt, okay, fuck, ich fahre jetzt schwarz und er bietet jetzt für uns das komplette Entertainment, Bro, er bricht es in den Flixbus ein, er tötet den Flixbusfahrer und ist selber der Fahrer dann, wenn er jetzt so macht, wäre crazy. Also natürlich nicht, ihr checkt. Alle falsch. Ey, das zieht richtig runter, das ist gerade richtig demoralisierend. Ja, und keine Spoiler, obvious, Chat, obvious. Ja.
Boah, würde mich richtig stressen, wenn ich jetzt nicht noch eine Folge hätte, ne? Ja, aber er ist noch auf dem Weg dahin, er ist noch nicht angekommen. Bro, Dave ist bis jetzt am krassesten. Digga, die da unten eiern sich so krass ein ab hier. Holy shit, wenn man die beiden vergleicht, dann ist das hier wirklich die große Eierung. Obwohl die ja auch schon teilweise krass so ihren Shit gemacht haben, ne? Also die ackern ja trotzdem, aber das hier ist crazy. Die beiden sind crazy.